herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin jetzt einfach mal ins Raumschiff eingestiegen, weil ich noch einmal speichern wollte. Aber gut, hier geht's dann sofort los mit der Raumschiff-Selbstdiagnose. Automatischer Diagnosebericht. Hyperantrieb erfolgreich installiert. Treibstoffstatus des Hyperantriebs. Kein Treibstoff. Mein Hyperantrieb ist fertig. Vielleicht finde ich zwischen den Sternen Antworten. Doch ohne Warpzellen komme ich nirgendwo hin. Ich muss eine Antimateriequelle finden. Scannen wir mal. Also nicht hier. Wir scannen gleich woanders. Auf geht's. Wir folgen mal hier unauffällig. Ganz schön Betrieb hier übrigens. So, gucken wir mal. Finden wir etwas. Tatsächlich. Erreiche den markierten Ort. Okay, es ist nicht der Planet, wo unsere Basis ist. Nein, nein, es ist der Planet hier hinten. Ach, unser Startplanet. Dann wieder zurück an den Anfang, wo alles begonnen hat. Dort finden wir die Spur, die uns zur Antimaterie führt. Vielleicht. Ungefährer Standort. Hier ist aber was. Deswegen würde ich einfach mal hier landen. Ist der Landplatz? Bin ich dann raus? Nee, es ist gar nicht hier. Die flüsternden Eier, die sind sehr wertvoll. Man sollte dafür aber sehr gut ausgerüstet sein, wenn man sie sich einverleiben möchte. Okay, hier ist nicht mehr viel los. Wir haben Transfer. Boah, 1000 Units, nehmen wir. Heimgesuchtes Terminal. Die Restsubstanz hier weg. Jetzt habe ich vergessen, das Multiwerkzeug nur auszurüsten. Verdammt. Oder halt aufzuwerten. Terminal online. Wähle Schlüssel. Entschlüsselung. Erfolgreich. Das Terminal ist mit einem seltsamen pulsierenden Schleim verschmiert. Aber es scheint dennoch zu funktionieren. Als ich die Eingabekonsole berühre, reagiert die fremdartige Substanz aggressiv. Ich notiere mir, mich ihr nicht zu nähern. Das Gerät öffnet sich und gibt ein einzelnes, nicht blinzelndes, karmesinrotes Auge frei. Es druckt einen Bauplan für Antimaterie aus, zusammen mit einer seltsamen Nachricht. Wir nehmen den Bauplan und lesen das Logbuch. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Okay, kein Problem. Wir haben das Antimaterie-Rezept gefunden. Hallo. Okay, sammle Antimateriekomponenten verdichteter Kohlenstoff. Genau, dazu sollten wir einmal Kohlenstoff sammeln. Das müsste ja hier enthalten sein. Was? Nicht identifiziert? Das sieht anders. So. Gibt trotzdem nur Kohlenstoff. Wir brauchen nur 20, dann können wir einmal die Raffinerie hier hinstellen. Achso, wir müssen natürlich jetzt aufpassen, ne? Müssen wir sie jetzt nicht... Wir haben aber genug. Wir haben hier richtig viel Kohlenstoff mittlerweile hier. Ist ja ein Traum. So, 20 Stück. Das ist ja eigentlich auch... Hier kann man nicht. Ach komm, machen wir 40. Was soll der Geiz? Jetzt Antimaterie herstellen.
Dann brauchen wir einen Älter. Dann können wir daraus eine Warpzelle bauen. Und diese Warpzelle. Ins Raumschiff tun, wenn wir denn beim Raumschiff sind. Ja, haben wir gemacht. Oh, ich hoffe, der hat sich jetzt nicht aufgehängt. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt noch eins zu bauen. Aber doch schon. Komm. So, fliege in den Weltraum, um die interstellare Reise zu testen. Jawohl. Verlassen wir dieses System. Ach hier, cool. Fregatte hier unterwegs. Ist eigentlich auch eine recht hübsche Fregatte. Die hat was. Cool. Nice. Ja, das kam mit einem der letzten Patches, dass die mittlerweile auch die Planetenreichweite fliegen. Dann müssen wir jetzt gucken, wo uns der Weg hinführt. Einmal auf die Galaxiskarte. Und hier, jeder Stern kann hier angeflogen werden. Also hier ist das System. So, wo sollen wir jetzt hin? Ärzte der Galaxie, freie Kunden. Okay. Ich glaube, das ist ziemlich egal, wo wir jetzt hinfliegen. Chimatsu. Da sind auch richtig viele Planeten. Da könnten wir mal hin. Warum nicht? Viele Planeten heißt ja auch viele Möglichkeiten. Chimatsu-System. Hier war noch niemand. Hier sind die ersten 6 Planeten. Korvax. Der Rest war schon wieder zu schnell weg. Bericht des Raumschiff-Überwachungssystems. Fehler. Fehlfunktion der Orientierungshilfe. Suche nach anderen Routen. Suche läuft. Suche läuft. Gefunden. Ziel in 16, 16, 16, 16, 16, 16 KLS. Neue Orientierungshilfe annehmen. Akzeptieren. Orientierungshilfe akzeptiert. Plane Route. Ja, hier sollte ich gar nicht hin, oder? Doch, Treibstoffquelle entdeckt. Da hinten. Okay. Was ist das für ein Planet? Ein Wüstenplanet. Da gibt es Kaktusfleisch, Kupfer, Pyrit und Silber. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Bin ich, weil ich nicht der Route gefolgt bin? Ist das jetzt hier ein Problem? Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, Wüste heißt ja eigentlich recht wenig Pflanzen, ne? Also wenig Kohlenstoff. Treibstoffquelle sein könnte. Da steht was. Das könnte es sein. Das könnte unser Ziel sein. Vertrocknet. Keine Wächter. Oder entfernt. Das ist gut. Da ist die Treibstoffquelle. Wir haben sie gefunden. Niedrigste Temperatur, die wir bisher erlebt haben, ist hier. Kann ich jetzt nicht mit den Monolithen hier interagieren? Doch. Weisheit der Korvax. Bukodim, 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 Jun, Jun, Jun. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir. Licht strömt aus ihrem metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Wir nehmen das Wissen an. Der Name Korvax geistert mir als Echo der seltsamen Visionen durch den Kopf, den ich gerade hatte.
Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Das Korvax-Wort für Korvax gelernt. Damit haben wir jetzt alle, naja, mehr oder weniger, kennengelernt. Korvax-Wort für Reisende gelernt. Der Nebel hier ist ziemlich cool. Korvax-Wort für Entität gelernt. Na gut, dann gucken wir mal, was das hier mit der Treibstoffquelle auf sich hat. Wenn wir jetzt den Reisemeilenstein uns einmal angeguckt haben, wir haben 5 Wörter gelernt. Wuhu! Diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte. Ein seltsamer Auszug aus einer zersprochenen Sprache. Ist das der Reisende? Ist das Freund? Wir sind ein Reisender. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Aber offensichtlich ist irgendetwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Bezogen auf was? Ersteres. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Er fragt noch einmal. Hat es das purpurne Auge gesehen? Hat das purpurne Auge es gesehen? Das Auge hat es gesehen. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm! Alarm! Die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein. Dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Okay, wir haben eine Warp-Zelle bekommen. Cool. Muss ich wahrscheinlich doch der Route folgen. Aber wir haben eine Warp-Zelle bekommen. Ich meine, dafür hat es sich doch schon gelohnt. Achso, und wir müssen natürlich hier auch noch starten. Wann? Ja, dann müssen wir jetzt wohl... Ja. Einmal in den Weltraum und dann ist das nicht das System, was wir suchen. Sehr gut. Wir werden auch trotzdem nochmal zur Raumstation fliegen. Einfach aus dem Grund, dass wir dann hier eine Schnellreise hinmachen können. Und wir unser Multiwerkzeug noch erweitern wollten. Genau, die zwei Geschichten. Und dann folgen wir halt doch der Route. Na gut. Was soll's. Das war ja nur... Das ist natürlich... Oder man macht es nicht und dann kriegt man jetzt hier jedes Mal einfach kostenlos Warpzellen. Ah, ich würde mich nicht drauf verlassen. Wahrscheinlich nicht. Ah ja, und wir kriegen natürlich noch unseren Inventarplatz. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Gehen wir mal hier hoch. Es gibt halt immer ein Multiwerkzeug, das man sich holen kann. Da gehen wir auch gleich hin. Wir holen uns erstmal das kostenlose Anzug-Upgrade. Ja. Nee, was heißt kostenlos? Das ist nicht kostenlos. 150.000 hat es gekostet. Egal. Nee, 15.000, nicht 150.000. So, jetzt laufe ich ja schon wieder ohne Sinn und Verstand irgendwo rum. Dabei müssen wir hier hin. Zur Multiwerkzeug-Upgrade-Station. Technologieplätze erweitern oder Multiwerkzeugklasse verbessern. Wir wollen gerne unseren Erweiterungssatz installieren. Und ja, dann haben wir jetzt hier auf dem Gammelding jetzt immerhin noch mal einen weiteren Platz. Dann haben wir jetzt nicht so schnell den Drang, uns da ein neues zu holen. Auch wenn es natürlich nicht sonderlich schön aussieht. So,
Dann gucken wir mal. Wo sollen wir hin? Wir sollen... Hab ich schon wieder weggemacht hier. Und wir sehen übrigens oben links auch, auf welcher, wo wir gerade sind, in dieser Euklid-Galaxie. Gibt es natürlich auch wieder mehrere von. Und wie weit das Herz weg ist der Galaxie. War ja früher so das einzige Ziel, was man hatte, eigentlich das Herz zu erreichen. Mittlerweile vielleicht ein bisschen anders. Und wir fliegen jetzt nach Danujabu. Da gibt es aber nur zwei Planeten. Ein bisschen enttäuscht. Da war Dr. Green schon mal, okay. Das ist interessant, also das war letztes Mal, als ich gespielt habe, nicht so, dass man so viele schon entdeckte Systeme hatte. Hat ja was. So, und jetzt? Ah, wir kriegen eine Nachricht. Eingehende Übertragung. Quelle unbekannt. Du bist nicht Xkt allein. Bitte identifiziere dich. Ich bin Xkt. Identifizieren? Du hast mich verlassen. Xkt. Warum hast du Xkt? Sagen, dass du nicht verstehst. Natürlich würdest du das sagen. Natürlich würdest du Xkt. So wie die anderen. Mit wem du sprichst. Es kommt keine Antwort. Der Kommunikator wird ruhig, obwohl der Kanal noch immer offen ist. Koordinaten halten. Ja, wir fliegen erstmal in die Raumstation. Auch hier wieder, dass wir da wieder hin teleporten können und so weiter. Ein weiteres Upgrade werden wir uns, glaube ich, jetzt nicht leisten können. Nee, letztes hat 15.000 gekostet, dann sind wir jetzt bei 20.000. Das funktioniert nicht. Kaufen oder verkaufen müssen wir jetzt auch nicht. Also steigen wir wieder ein und fahren wieder los, aber dann haben wir das hier schon mal. Wir können so den Koordinaten des Fremden fahren. Unentdeckter Planet. Okay, ist aber nur jemand durchgeflogen. Hohe Wächteraktivität. Na, herzlichen Glückwunsch. Lusonville, trostloser Planet. Silber kann man abbauen und verrostetes Metall. Okay. Habe ich eigentlich meine Treibstoffraffinerie wieder eingepackt? Ja, sehr gut. Das heißt, Treibstoff meine Raffinerie. Ah, wenn man die nämlich einmal wieder stehen lässt, dann muss man wieder Zeug dafür sammeln, um wieder eine neue zu bauen. Das ist ein bisschen nervig. Huch. Uah, alles steht Kopf. Hier soll das irgendwo sein. Also auf diesem Ding hier sicherlich nicht. Sonst hier würde reicht landen, um mit der Suche zu beginnen. Ja. Vielleicht finden wir hier auch wieder eine Struktur irgendwo. Aber nicht danach aus. Es ist sehr bergig. So, um Landung einzuleiten. Stellen wir uns mal hier hin. Klares Biom, durchsetzungsfähige Wächter, Fauna und Flora nicht existent. Also hier ist nichts, ist einfach nur tot. Okay. 500 U knapp in die Richtung, na super. Das wird ein Spaß hier. Planet mit geringer Atmosphäre, oh, das ist interessant. Hui! Das ist höchst interessant. Hätte ich doch da oben drauf landen müssen. Schade. Was haben wir da vorne? Was ist da hoch? Die können wir leider nicht abbauen.
Fortgeschrittener Minenlaser erforderlich. Ich merke immer mehr, wie wichtig das wird, diesen Nexus endlich freizuschalten. Wo man sich dann wunderbar mit Technologien eindecken kann. Mehr oder weniger. Aber die geringe Atmosphäre hier, die hilft ja schon enorm. Das meine ich auch eher ein bisschen eher selten. Tja. Einfach viel, viel Stein. Das Jetpack lädt sich ja sogar in der Luft wieder auf hier. Ist ja genial. Oh, Sauerstoff. Sauerstoff, das ist wichtig. Das brauchen wir. Bin ich noch auf dem richtigen Weg hier? Nee. Die Richtung. Wir können vielleicht hier einmal durch den Berg durchgehen. Ah, Höhle. Auch gut. Wir könnten ein bisschen Kobalt mitnehmen. Kobalt mitnehmen. Das können wir hier umschalten. So. Hat den hier irgendwas? Hallo? So. Ja, wir nehmen eben ein bisschen Kobalt mit. Kobalt kann man ganz gut verkaufen und wenn man welchen braucht, findet man keine Höhlen. Das ist ja, typisch. Wir müssen jetzt ja auch nicht den gesamten Kobalt mitnehmen, aber einfach mal so ein bisschen. Ein bisschen geht schon. So. Achso, hier geht's gar nicht raus. Ich dachte, es würde hier rausgehen. Ja, so viel zu. Lass uns mal durch den Berg. Ich dachte echt, das wäre einfach nur so ein kurzer Höhlenabschnitt, wo man einfach mal locker durchgehen kann. War wieder nix. Irgendwo muss es hier doch ausgehen. Raus aus dem Berg. Ich meine, der Boden zeigt eigentlich an, dass wir hier eigentlich auch relativ dicht an der Oberfläche sein müssten. Theoretisch. Praktisch. Schwierig. Richtung. Ah, Freiheit. Sieht aber auch schön aus hier mit den gelben Wolken, muss ich sagen. Da unten müssen wir hin. Eieiei. Ist natürlich jetzt sehr cool bei diesem Planeten mit geringer Atmosphäre. Oh, das ist aber ein schickes Schiff. Ein Frachter zu sein. Also ja, kein Frachter, aber ein Transporter. Hopp. Wir holen jetzt erstmal das Zeug hier raus. Verdichteter Kohlenstoff, super. Mikroprozessor. So, das ist nichts Spannendes. Schickte Maschine. Ja, Lebenshaltungssysteme machen wir gleich. Stress mal nicht rum. Ein Fotokanonenmodul. Verbessert. Die Fotokanonen. Ja, das könnten wir dann in unserem Raumschiff installieren. Der müsste über Fotokanonen verfügen. Ne, tut er gar nicht. Doch, hier, Fotokanone, damit würden wir sie dann verbessern. Aber vielleicht machen wir das auch nicht. Kommt drauf an. Signal. Chromatisches Metall und Natrium haben wir zum Glück dabei. Psst.
Es gibt keine Lebenszeichen. Man hört nur das Rauschen eines beschädigten Kommunikators. Aufzeichnung extrahieren. Welche Nachricht auch immer einst hier war, wurde unwiderruflich verschlüsselt. Ja, das Einzige, was ich entziffern kann, ist der Name des Piloten. Artemis. Wie auch immer das war, ist längst fort. Die einzigen intakten Daten sind ein Satz Pläne. Ein Upgrade für meinen Minenlaser. Fortgeschrittener Minenlaser. Juhu. Das ist extrem wichtig. Den werden wir hier auch schon mal installieren, auch wenn wir den natürlich noch in keinster Weise aktuell ja fertigstellen können, aber das macht nichts. Was wir hier ebenfalls haben, ist ein kaputtes Raumschiff und das ist eine sehr feine Sache. Oh Gott. ja, dieses Raumschiff ist ganz schön kaputt. Damit man es sinnvoll nutzen kann, muss man all diese roten Komponenten reparieren und ihr seht, was das hier alles kostet. Aber insgesamt ist dieses Raumschiff 11.100.000 wert. Und ja, doch, das machen wir in dieser Folge noch. Wir beanspruchen das Schiff. Dann, das war nicht richtig, jetzt X. Jetzt haben wir hier, können wir auf unsere Schiffe zugreifen. Wir rufen einfach mal unser anderes Schiff. Ich hoffe, wir haben genug Treibstoff drin. Haben wir tatsächlich. Ja, wir steigen ein. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, ich muss erst hier Sachen reparieren, damit wir wenigstens die Startschubstöße müssen wir, glaube ich, reparieren. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir brauchen. Reines Ferrit und die Wasserstoffgelee. Ich glaube, das brauchen wir. Alles andere ist irrelevant. So, einmal, dass wir jetzt hier wieder das richtige Raumschiff haben. Dann ist das wohl doch eher eine etwas längere Aufgabe. Wir brauchen die Wasserstoffgelee. Das haben wir. Und was hatte ich noch gesagt? Was brauchen wir noch? Ah, müssen wir doch wieder hier rein. Reines Ferrit. Okay. 50 reines Ferrit insgesamt. Ferritstopp haben wir mehr als genug. Ja. Kommt hier einmal durch der Verdichtete rein. So, Ferritstaub. 46. Oh Gott. Kann man das eigentlich hier auch noch ein bisschen schneller runterstellen? Das Sashi kann ich leider nicht lesen. Dann müsste eigentlich mit der Zeit zu schneller gehen. Ja, wunderbar. Weil den gesamten Viridstab umzuwandeln ist eine schlechte Idee, weil man den häufiger auch für Produkte braucht. Aus dem Raumschiff gehen. Pulsantrieb ist, glaube ich, nicht relevant. Dann sollte der nämlich jetzt eigentlich starten. Das probieren wir mal eben aus. Ne, den Impulsantrieb muss auch repariert werden. Ach, schade. Eine Metallplatte und ein hermetisches Siegel. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kriminell. Eine Metallplatte. Können wir hermetisches Siegel eigentlich herstellen? Ja. Dann ist doch alles einfach. Die Befürchtung, dass wir das kaufen müssen. So, Raumschiff. Impulsantrieb. So.
Jetzt müsste er eigentlich starten können. Jawohl, kann er. Egal, dann nehmen wir das doch einfach gleich mal. So, keine Sorge, ich möchte jetzt nicht dieses Schiff benutzen. Dieses Schiff wird jetzt der Wegbereiter sein für unser erstes richtiges Schiff. Ah, wir haben jetzt hier erstmal noch eine Nachricht. Artemis-Entität, wir haben dein Signal empfangen. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Zeit für die Wahrheit. Du verfügst über das Signal, aber du bist nicht die Artemis-Entität? Wir sagen mal die Wahrheit. Dein Signal ist nada bekannt. Wir haben schon einmal Kontakt aufgenommen, glaube ich. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um an Bord zu kommen, oder? Damit wir dich standesgemäß willkommen heißen können. Pfusch. Die Weltraumanomalie, jetzt haben wir sie verfügbar. Jetzt will ich da eigentlich gar nicht hin. Ein Träumchen. Nee, wir werden erst zur Raumstation fliegen. Nächste Folge geht's in die Anomalie. Diese Folge... Das ignorieren wir jetzt einmal, das wird schon noch häufiger kommen. Es ist so, wenn man eigentlich eine bestimmte Sache machen möchte und dann wieder 30 Sachen noch dazwischen kommen, die auch total interessant sind. Aber wir müssen das jetzt hier erstmal beenden. Wir sind schließlich ohne Schild unterwegs. Mal gucken, wie das Schiff heißt. Das ist die Razuna-Siegerin. Jetzt will ich gleich keinen Fehler machen. Und dann gehen wir hinten einmal zu diesem tollen Terminal. Und jetzt können wir das Raumschiff verschrotten. Und da kriegen wir nur 2 Millionen dafür. Sei es drum. Genau, Razuna-Siegerin wird verschrottet. So. Die Bergungsdrohnen wurden entsandt. Raumschiff Razuna-Siegerin 6 wird sofort auf Schrott hin untersucht. Geborgene Komponenten werden automatisch zum Kundenexo-Anzug hinzugefügt. Damit ist es kaputt. Weg. Hier steht jetzt wieder unser anderes Raumschiff. Also man kann solche gefundenen Raumschiffe, da gibt es zahlreiche, die kann man dann entweder reparieren. Ich habe gesehen, was das gekostet hätte bei dem, da war schon extrem viel kaputt. Und ja. Oder man verschrottet sie halt gegen Geld. Und dann können wir jetzt hier den Schrott verkaufen. Wo haben wir den denn? Haben wir subatomare Regler. 1,8 Millionen. Und das war's. Nee, da haben wir noch die Nanokabelspule. 31 Stück für 370.000. Und damit sind wir jetzt bei 2,27 Millionen, die wir auf dem Konto haben. Ich muss mal sagen, das ist schon nicht schlecht. Da kann man im Zweifel... Oh, das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, bevor wir... einen fortgeschrittenen Minenlaser aufbauen. Kann man natürlich auch gucken, ob man nicht so sich davon einfach ein neues Multiwerkzeug holt. Ist dann zwar ärgerlich mit dem Platz, weil so ganz ärgerlich ist es nicht, weil dadurch ja das eigene Multiwerkzeug auch wertvoller geworden ist und man dann beim Eintauschen sagt, weniger draufzahlen muss. Das sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Leider nur Klasse C, aber es hat viele Plätze. Wir haben einen Scanner, wir haben einen Blitzwerfer schon mit drauf und den Minenlaser. Dann müssen wir halt den fortgeschrittenen Minenlaser dann entsprechend noch installieren. Aber optisch ist das schon ein Unterschied, ne? Wir werden es eintauschen für 1,9 Millionen. So. Genau. Dann haben wir jetzt hier unser neues Multiwerkzeug. Da kommt natürlich der fortgeschrittene Minenlaser drauf. Und was natürlich auch noch drauf muss, ist der Terrain-Manipulator.
indem wir dann, das brauchen wir dafür, einmal die Wasserstoffgelee und zwei Kunststoff-Nanorohre. Haben wir die noch? Nein. Dann machen wir die schon mal. Und den Wasserstoff, den holen wir uns dann noch. Oder wir gucken mal, ob wir den hier schon kriegen. Ein Raumschiff hätten wir jetzt leider nicht für das Geld gekriegt. Ich hätte echt gedacht, wir kriegen ein bisschen mehr als die 2 Millionen. Aber naja, ist ein Anfang. Ist ein Anfang. Wir müssen uns nochmal gucken. Hier. Ne, die haben keinen Wasserstoff-Gelee. Das ist natürlich schade. Aber Kabelbaum. Warte mal, wir brauchen noch einen Kabelbaum. Den brauchen wir. Oder sogar zwei. Dann holen wir uns die einfach schon mal. Die sind auch schweineteuer. Kann man nicht herstellen. Aber wir können sie hier schon mal einbauen. Kunststoff, Nanorohr und hermetisches Siegel. Gegebenenfalls klappt das nicht. Na gut. Gut, dann fehlen bei beiden nur noch jeweils eine Komponente. Das machen wir, wenn wir dann auf dem nächsten Planeten irgendwann sind. Und solange fliegen wir aber erstmal, oder was heißt solange, das nächste Mal fliegen wir dann in den Nexus. Und gucken mal, was uns dort erwartet. Und dann können wir auch beim nächsten Mal den Charakter anpassen. Das wird ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.